Insider Video. Wie gelangt man im Allgemeinen zu dem Berufswunsch, Politiker zu werden? Ich glaube, man wird nicht mit dem Berufswunsch, Politiker zu werden, geboren, sondern das ist eine Sache, die entwickelt sich mit der Zeit. Ich engagiere mich, seitdem ich 15, 16 Jahre alt bin, politisch vor allem kommunal. Ich komme aus der Kommunalpolitik. Als ich 15, 16 Jahre alt war, wollte mein damaliger Bürgermeister in meiner Heimatgemeinde Roßwein unser Jugendhaus schließen. Und ich habe damals gesagt, das kann nicht sein. Fand das Jugendhaus eine sinnvolle Einrichtung und habe begonnen, mich zu engagieren. Und habe dabei gemerkt, dass es ganz viele Sachen gibt, die mir in dieser Stadt nicht gefallen als junger Mensch. Zum Beispiel sollte die große Hauptverkehrsstraße an der Schule vorbeigebaut werden oder so. Und dann habe ich begonnen, mich politisch zu engagieren vor Ort. Und wollte einen Jugendstadtrat gründen, habe das auch getan, gemeinsam mit anderen Jugendlichen. Und habe dabei so gemerkt, dass man als Mensch, wenn man sich engagiert, doch einige Sachen bewegen kann. Und mit offenen Augen durch die Welt gehen, sieht man halt verschiedene Sachen, die einen stören. Es war dann so, dass ich sehr schnell mitbekommen habe, dass es Menschen gibt auf dieser Welt, die nicht ganz so tolerant sind wie andere. Habe gemerkt, dass es Leute gibt, dass es solche Phänomene wie Rechtsextremismus gibt und habe begonnen, mich da zu engagieren. Und so bin ich immer mehr sozusagen politisch interessiert worden. Und die einzige Partei, die mich damals in Roßwein dabei unterstützt hat als junger Mensch, war die SPD. Und mit deren Grundsätzen ich mich sehr gut arrangieren konnte. Und dann bin ich in die SPD eingetreten und habe begonnen, mich auch in diesen Strukturen zu engagieren. Wie wird man generell oder besser gesagt im Allgemeinen dann Politiker? Ja. Wie ist der Weg? Ja, also man kommt... Also der Weg ist, man muss im Grunde genommen beweisen, dass man es kann. Ja? Das heißt, es gibt innerhalb der Parteien gibt es Auswahlverfahren. Ja, das heißt, man muss dort beweisen, dass man in seinem Sachgebiet einiges auf dem Kasten hat, dass man da ein Fachmann ist. Und man muss eben... von seiner Art und Weise, wie man Politik macht, im Umgang mit den Menschen, im Umgang mit den Bürgern, einfach seine Kompetenz beweisen. Und bei mir war das so, ich bin dann relativ schnell als junger Mensch in Verantwortung gekommen und bin tippeltappetur die Karriereleiter in der SPD aufgestiegen. Und dann war für mich irgendwann die Frage, okay, wenn du in dieser Gesellschaft etwas verändern möchtest, dann musst du auch bereit sein, die Konsequenz zu ziehen, und ein Mandat anzustreben. Und dann hat sich 2009 die Möglichkeit geboten, dass die SPD vor Ort mich aufstellen wollte. Ich habe das getan. Und weil ich innerhalb der SPD als Fachmann für Kinder- und Jugendpolitik und Rechtsextremismus gelte, habe ich dann den Sprung in den Landtag geschafft. Wie können sich Menschen, Engagierte, ohne in einem Parlament vertreten zu sein oder ein Mandat zu besitzen, politisch engagieren? Also da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Leider wird ja Demokratie, wie ich finde, zu sehr auf Parlamentarismus beschränkt und auf wir gehen alle 4 oder 5 Jahre wählen. So, also Demokratie ist in meinem Verständnis sehr viel mehr als nur Parlamente und Parlamentarismus. So, und das bedeutet, es gibt in dieser Gesellschaft eigentlich eine ganze Menge Möglichkeiten, sich zu engagieren. Es gibt Vereine und Initiativen, die sich gewissen Zwecken widmen, die sich dem Bereich Umwelt widmen oder die sich dem Bereich Jugend widmen, die sich dem Bereich Demokratie widmen oder Soziales. Da gibt es eine ganze Menge von Vereinen und Initiativen, wo man sich engagieren kann. Natürlich mit einem eingeschränkten Rahmen, aber da gibt es die Möglichkeiten. Man kann Bürgerbegehren starten, wenn man etwas verändern möchte. Aber ich glaube, das ist für viele Leute heutzutage auch zu abstrakt. Die Hemmschwellen, sich zu engagieren, sind relativ hoch. Wir merken das an der fortschreitenden Skepsis gegenüber der Demokratie und wir merken das an zurückgehender Wahlbeteiligung. Und ich glaube, man muss sich auch Gedanken machen, wie kann man in einer modernen Gesellschaft, zum Beispiel in Form von Internet, von sozialen Netzwerken, vielleicht auch neue und zeitgemäßere und auch niederschwellige Formen von demokratischer Beteiligung organisieren.